Ich hoffe, dass ihr mich hören könnt. Oh, ja, perfekt, da ist es doch. Ich hoffe, perfekt. So. Und damit herzlich willkommen zu TerraFirmaCraft UHC. Das ist so ein Test-Mod-Pack von einem Freund. Er hat das mit ein paar anderen und ich habe auch so ein bisschen mit inbegriffen selbst erstellt. Und ja, da versuchen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Also, wir haben gestern schon so ein bisschen gespielt gehabt, aber. Ich hab's auch eigentlich aufgenommen, aber das war eigentlich nicht viel. Ich werde es euch jetzt alles sagen. Es war nicht viel, was wir gemacht haben. Ich werde euch jetzt erklären. Ihr kennt eventuell halt TerraFirmaCraft. Das ist sowas ähnliches. Es ist nur ein bisschen erschwert. Und. Bin ich hier? Warum bin ich hier? Was habe ich getan? Also es ist ein bisschen erschwert, das Ganze. Ja, moin. Ja, was ist das denn? Ah, das ist nicht mein Inventar, lol. Mit R kann ich Sachen auf den Boden legen. Ach, mit R ist das. Dann kann ich das hier wieder umändern. Dann brauche ich das nicht hier. Warte, was ist das? Ja, das hier. Ist jetzt, hoffentlich hat es gespeichert. Also, ich werde euch gleich nochmal sagen, was ich alles gemacht habe. Okay. UHC FirmaCraft, das ist eigentlich ein Hardcore-Modpack. Generell gibt es hier auch eigentlich ein Buch, aber das ist jetzt gerade nicht da. Das haben wir jetzt gerade nicht vorhanden. Hier fällt, ist alles so wie in Real Life, hier fällt alles runter, wenn irgendwie was ist. Aber ich werde das hier nochmal kurz aufheben. Ja, geht ja nicht. So. Also hier ist eigentlich wie in Real Life. Man kann sich nicht einfach 1-1 hochstacken, sondern man wird runterfallen. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Danke. So, wenn ich jetzt hier platziere, wie fällt es hier nach da? Das macht ist halt einfach Real-Life-Simulation. Ja, und da muss man halt versuchen, erstmal Clay zu finden. Du brauchst halt für alles, brauchst du sau lang zum Abbauen. Wenn du dann endlich mal was gefunden hast, weil Clay ist das eigentlich die Hauptressource am Anfang, die man benötigt. Wenn du Clay gefunden hast, kannst du dir aus dem Clay. Indem du es, genauso wie mit Stein, ich mach's mal beim Stein vor, wenn du einen Stein rechtsklickst, kommt dir so ein Inventar, kommt das hier. Das ist beim Clay genauso. Beim Clay musst du verschiedene Formen halt machen. So, warte, ich zeige euch das jetzt gleich mal. Ich werde, das habe ich nicht, das. Ich guck das mal kurz hier. Ein Speer brauche ich nicht, ein Rockhammer. Nein, hauen, Schaufel, das habe ich ja schon. Das habe ich denn noch nicht, was ich vielleicht gebrauchen könnte. Also das habe ich, das habe ich, das habe ich. Vielleicht mache ich doch einen Hammer. Ich mache mal einen Hammer. Oh, schau, das sieht man schon. Wenn man hier klickt, kann man die Sachen wegmachen. Wenn man halt eine bestimmte Form macht, kriegt man halt hier jetzt, so wie ich jetzt, den Rockhammer raus. Also so ein. Das ist eigentlich nur so ein Werkzeug, das musst du jetzt noch mit einem Stick zusammencraften. Dann hast du ja einen Rockhammer. Dann kann man auch das hier abbauen. Und brauchst halt für manches, also für einiges richtig saulang. Du kriegst, wenn du hier mit auf Gras haust, kriegst du Stroh raus. Ach komm, verpiss dich. Alles ist halt einfach verschwert. Du hast, also,
wenn ich jetzt hier den Baum abbauen würde, würde ich gefühlt 3 Jahre brauchen. Deswegen mache ich das nicht, weil es einfach viel zu lang dauert. Aber man kann halt nur mit Bäumen so richtig Häuser bauen, weil sonst alles runterfliegt. Auch Stein würde runterfliegen. So. 4 nur, scheiße. Nee, warte, das sind ja nur. Ja, okay, ich verstehe. Rechtsklick aufheben, Rechtsklick aufheben. Hallo? Ja, moin. Das geht auch, wusste ich gar nicht. Hallo? Danke. Und ich kann jetzt, indem ich hier 1, 2 hier rein tue und ein paar. Okay, ich muss doch Holz farmen jetzt. Werde ich euch mal zeigen, wie lange das dauert. Der hier ist sau klein, aber der geht auch einiges. Der geht auch recht schnell. Der kann natürlich auch umfallen. Und wenn der umfällt, kann er dich auch erschlagen. Heißt, du musst dich so hinstellen, dass er dich nicht erschlagen kann. Oder halt dich danach dann so bewegen, dass er dich nicht erschlägt. Aus so einem kleinen Holzbaum bekommst du manchmal. Also, ich glaube, Lukas hat es ein bisschen umgestellt. Luca ist derjenige, der das Modpack eigentlich großenteils gemacht hat. Hat es ein bisschen umgestellt, dass man jetzt mehr bekommt. Schaut. Der ist umgefallen. Jetzt müssten hier. Da sind. Ist ein Holz rausgedroppt. Aus so einem Baum ist ein Holz rausgedroppt. Und das kann ich jetzt auch hier reinpacken. Und jetzt muss ich weiter Holz farmen. Ja, und das ist so. Man merkt, eigentlich gibt es hier auch ein Questbook, aber da das noch so eine Art Alpha ist, ist das Questbook noch nicht so on point. Aber ich glaube, Luca wird sich da noch um einiges kümmern, sobald das endlich wirklich mal richtig rauskommt. Ob jetzt nun auf. Ich hab keinen Platz, doch, ich hab doch Platz. Hopp, danke. Und am Anfang muss man einfach hier das hier auf, also Stöcke aufsammeln. Was bist denn du? Oh! Oh, fuck, Alter. Ich bin sehr schreckhaft, ich weiß. Ich bin sau schreckhaft in so Sachen. Nein, ich blute. Fuck. Ich werde wahrscheinlich sterben. Kann ich irgendwas weg? Ah, nee, hier. Oh, ja. Pflaster, please help me. Okay. Das bringe ich kurz mal zurück. Scheiße, brauche ich hier nicht, Mann. Hebt es mal auf, danke. Ja. Und so muss es jetzt, geht es jetzt weiter. Ich muss mal kurz zurückgehen und ein paar Sachen hin ablegen. Und immer noch. Aber ich regeneriere, glaube ich, schon wieder. Ist nicht richtig gut. So, hier ist erstmal. Oh nee, da kann immer nur ein Ding hin. Oh, das ist ja auch AIDS. Warte, dann muss ich hier schauen, was ich hier nur einzeln habe. Das hier habe ich noch einzeln. Das hier habe ich einzeln. Warte, ich mache das. Ich baue da, glaube ich, hier drüben so eine Art kleines Lager auf. So hin. Das. Dann mache ich noch hier zack, zack. Und von was habe ich noch eins? Von dem hier. So. Jetzt halt ein bisschen frei. Und kann mal den Baum fällen da hinten. Ich schalte mal wieder die anderen dazu, sonst ist es ein bisschen langweilig. Ich finde das sowieso nicht. Aber Victor ist weg und Arthur. Ich dachte, die wollen auch mitfilmen. Hat das bei dir gerade geleckt oder wie? Nein, ich habe dich gefragt, ob es laggt, weil ich die Online-Map gerade berechne. Achso, nee, hat doch gar nichts geleckt. Das war einfach. Okay. Ja, es ist eh Multicore, der Hauptserver-Thread wird nicht belastet. Ich habe bloß vielleicht wegen Internet gedacht. Ach so, nee. Ich baue jetzt einen Baum ab. Ja, cool. 5 Jahre. Das geht aber eigentlich recht solide, obwohl der Baum eigentlich riesig ist gerade. Hast du es irgendwie hochgestellt, dass es schneller geht? Nein, ich habe bloß gemacht, dass man viel mehr Holz rausbekommt von den Bäumen, weil das so ewig dauert. Okay.
Ja gut, also es geht eigentlich recht solide schnell. Finde ich gut. Jetzt bekommst du aus einem dünnen Baum auch einen Stamm und nicht nur Äste suchen. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ja, du kannst ja in diesem Changelogs-Kanal auf meinem Server, der ist ganz oben über Fliegfeld noch rüber. Da mache ich halt alle Updates und da steht auch drin, welche Werte ich ändere. Ich mache wie bei Leaks so einen Changelog, wo sogar kleine Dinge wie einen Wert von 0, irgendwas auf irgendwas anderes setzen, Sachen drin stehen. Okay, gut, ja, mach das, ist gut. Ach Gott. Ich bin mal woanders. Wo geht's? Oh. Hä, was? Okay. Ich bin mit Noah und so. Ah, okay. Kein Minecraft mit? Na, ich will eigentlich, es ist mir zu hardcore, ich bin einfach zu faul, um das alles neu zu lernen. Gucken, okay. Du kannst ja kommen, wenn wir ein bisschen weiter sind, weil dann ist es viel einfacher, wenn wir schon Zeug haben, okay? Nein. Das ist ja, nein. Erstens Pussy Mode, zweitens, ich will ja was selber ich will mit euch hier spielen, aber selber aufbauen, selber alles können. Warum? Ich kann nicht mein Lagerfeuer machen. Ey, Luca, mach das. Ey, Julian, mach das und das und das. Ich kann das nicht, ne? Nein, da muss ich ja von Anfang an mitspielen. Das ist ja Bullshit, nein. Keine Ahnung. Ich spiele nur, wenn alle spielen. Keine Ahnung, ich mag das Spiel eh nicht. Sorry, aber es liegt nicht an wegen dir. Ich habe 2 Minuten gebraucht, bis ich den Baum gefällt habe. Ja, siehst du? Das ist nicht meins. Ich bin viel zu... Und ich habe 8 Holz rausbekommen. Oh. Ja, normalerweise ist nur 3 da so bekommen. Ich hab das gebufft, sorry. Ich hab das geupdatet, weil das war zu wenig. Das ist wesentlich besser, okay. Alter. Wenn man schon 2 Minuten an so einem scheiß Baum hockt, kann man doch auch einfach bisschen was rausbekommen, ey. Das ist halt einfach. Alter, okay, jetzt bin ich schon ein bisschen pissed, obwohl ich mit der Mitte. Ja, hier so bist du pissed. Was will ich machen? Ich find das komisch. Dieser Manuel gerade, der ist gerade weggegangen. Als ich gesagt habe, dass ich zu Noah und so gehe. Hey, oh, hallo, der ist ja auch spiel Minecraft. Ich bin Minecraft. Der Manuel. Will jemand mit Valorant zocken? Nee, ich spiel LOL. Ich spiel Minecraft. Sorry. Minzkraft. Wie kann ich jetzt das anzünden? Wie kann ich das anzünden? Er spielt immer mit. Na dann ich hab nichts gesagt. Was sagt das Sibyl denn? Kann ich das jetzt anzünden, den Pit killen? Schiff rechts gedrückt halten mit Firestarter so lange, bis es geht. Kann 3-4 Versuche dauern. Viel Spaß. Ich hab keinen Firestarter gemacht. Oh. Tschüss. Firestarter. Ja gut, Firestarter ist ja einfach. Mit dem kannst du auch die Fackeln, wenn du welche machst, wieder anschalten. Muss ich... Ach, Schiff-Rest-Tick, okay. Jo. Embers. Oh. Craft a Firestarter from 2 Sticks. Muss das brennen dann? Ja, das brennt und es brennt auch ziemlich lange dann. Scheiße, weil ich hab nebendran mein Holz. Oh, ja, ich habe bei mir extra so eine Rand aus Cobblestone außenrum gemacht. Also aus so. Ja, ich hab's in meiner Ding gemacht, in meiner Butze. Okay, werd ich glaube ich nicht mehr machen. Musst auch ein bisschen aufpassen, die auf dem Gras sind ja so dieses Gras, was du abschneiden kannst, das wächst ja nach. Ja. Ich hatte das vorher einfach nur auf einer Wiese und die halbe Wiese ist abgebrannt dabei. Und ich bin halt weggegangen, ich komme wieder und die Wiese brennt. Mein komplettes Haus brennt. Oh Gott. Okay. Die Feuerphysik hier ist auch ein bisschen aggressiver. Ja, ich merk's. Das Geilste ist, du kannst auch Bäume anzünden und es ist ziemlich effektiv, um die abzubauen, wenn du es richtig machst. Oh, okay. Also du kannst Brand roden. Ja, cool. Das Ganze ist jetzt runtergefallen und ich hab nichts rausbekommen. What? Cool. Ja, da ist irgendwie was runtergefallen und ich hab nichts mehr rausbekommen. Oh, schade. Ja, I don't know. Wenn du unten den Hauptstamm anzündest und es hinkriegst, dass der kaputt geht, ohne dass der restliche Baum oben dabei brennt, dann bekommst du von dem Baum oben Sachen. Aber dann musst du auch aufpassen. Achso, nein, ich mein, das, was ich da gerade, mein Fire killen ist, lol. Eigentlich liegen die dann einfach auf dem Boden in dem Kill, die Items. Nee, das ist halt in der Kabel reingefallen. Ah, ja, das ist mir auch schon passiert. Aber die Items sind dann ganz weg. Also zumindest, es sind manche rausgedroppt, aber nicht viele. Ah. Egal, ich mach's da draußen nochmal.
Ja, ich muss das auch nochmal machen, weil ich habe den Kobbel erst im Nachhinein außenrum abgebaut. Und dann ist Wasser da reingelaufen. Ja, gut. Schaufel mache ich mir, glaube ich, gleich nochmal dazu. Was mich interessiert, hast du es mit, wenn du das auch mit Arthur gestern gespielt, habt ihr den Shader angelassen, beide? Was hat er gemacht? Und also ich habe den Shader angelassen, ja. Und weil ich auch Performance-Feedback wollte. Oh nein. Okay. Es läuft eigentlich recht flüssig. Warum bekomme ich jetzt Schaden? Ach, ich habe kein Wasser. Ich muss trinken. Da, wo du bist, gerade, ja, bin ich, bei uns in der Umgebung gibt es kein Lehm, deswegen bin ich bis dort hinten bei euch gelaufen und habe in der Ecke, wo du gerade bist, ein Lehm besucht. Ich war da vorhin zuerst. Bei mir? Ja, aber in der Umgebung. Nähe Lehm. Ich bin nochmal 500 Meter weitergelaufen, um Lehm zu finden. Wie hast du den gesucht? Ich weiß, wie der aussieht. Deswegen, und ich wusste auch, dass er eher in trockeneren Gebieten ist. Du kannst, es gibt bei Terra Firma Craft Indicator Plants, Pflanzen, die nur auf Lehm wachsen. Du kannst nach diesen bestimmten Pflanzen suchen und wenn du die siehst, dann weißt du, dass da Lehm irgendwo in der Nähe sein muss. Ah, okay. Es gibt so ein, Alter, wie heißt die komische Pflanze? Terra Firma, ich tippe mal kurz ein und sage ich dir zumindest eine davon, weiß ich auswendig. Und dann kannst du es mal unten eingeben und kannst dir die anschauen, weil dann wirst du es direkt immer sehen, die ist so offensichtlich, diese Pflanze. Athyrium-Fan, A-T-H-Y. A-T-H-Y. Der ist ganz pink, den sieht man sofort. Okay, ja. Und der hat eine ganz komische Form. Ja, ich seh's. Ja, wenn du den siehst, der steht übrigens nicht gerade hoch, sondern der liegt so komisch am Boden, in alle Richtungen stehend. Kann man das irgendwie markieren, nach links? Ja, mit A. Perfekt. Dann habe ich den immer da. Und dann würde ich gern, glaube ich, noch ein Schwert dazu machen. Wie geht ein Schwert? Also aus Stein kannst du noch keins machen, du kannst nur Schwert machen. Aus Clay. Meine ich. Das ist doch. Ja, da. Sweet. Swordblade. Schön. Das hier. So. Die Moles wollte ich mir auch machen. Weil du kannst, du kannst ja vier Dinger da reinlegen. In diesen Ding. In diesen Killen. Und da kannst du vier Dinge gleichzeitig machen. Ich brauche unbedingt Pflaster, irgendwas im Leben zu heilen. Wie macht man eigentlich Pflaster? Aus Salbe, du brauchst erst eine Keramikschüssel, bevor du überhaupt irgendwas mit Healing machen kannst. Also so eine Schüssel aus Lehm. Okay, und ja, dann machst du Horsetail. Oder Scoring Field Horsetail oder Field Horsetail. Musst halt einfach Horsetail und eingeben, dann siehst du, wie die Pflanze aussieht. Das sind solche hochstehenden Dinger, solche ganz vielen dünnen Streifen. Okay. Die Pflanze musst du mit dem Messer ernten. Ja, dann das werde ich noch irgendwann rausfinden. Das brauchst du mir jetzt noch nicht erklären. Ich werde es mir eh nicht merken können. Ja, du brauchst noch eine Blume und einen Hammer und Stroh und einen Stein mehr nicht. Das war's. Aber du musst halt diese Horsetail-Pflanze finden dafür. Und ich habe alle benutzt, um Gauzis zu machen. Also es gibt Bandages und Gauzi. Eine Gauzi ist so eine Druckbandage, so eine Schnellbandage, dass wenn du blutest, du die Blutung stoppen kannst. Und ich habe die gemacht, hat mir aber kein Horsetail für normale Pflaster zum Leben heilen aufgehoben. Die Lebensgeneration ist so low. Deswegen sitze ich gerade einfach nur in der Ecke von meinem Haus und warte, bis meine Leben wieder hochgehen. Weil die Blutleiste... Junge, Nacht ist so ekelhaft, Mann. Naja. Die Blutleiste füllt sich erst wieder auf, wenn deine Lebensleiste voll ist. Blutleiste? Rechts neben der Hotbar, das hochstehende Ding ist kleiner. Oh ne, da ist so ein, Dimensionsding, Mann. Ich bin da mal im Singleplayer hier reingegangen in so ein Dimensionsscheiß. Ich hab nichts gesehen. Hat der Shader gebuggt? Finster. Ja, anscheinend. Dann musst du F3R drücken, um den Shader neu zu laden. Ui. Dann dürftest du sogar bessere FPS haben. Okay, gut zu wissen. Ich will Holz sammeln, aber es ist halt gerade Nacht, Mann. Gibt's Betten hier? Also nicht berittet. Wie macht man die? Dann brauchst du Wolle, da brauchst du schon ein Spinnrad und so. Boah. Bei mir war gerade ein sehr komisches Geräusch. Hilfe. I'm scared. Wie lange dauert die Nacht?
15 Minuten, glaube ich. Ich kann auf Tag schalten. Warte, ich sehe gerade auch nichts. 15 Minuten? Oh, oder ja, 20. Danke. Im normalen Minecraft dauert Tag und Nacht zusammen 20 Minuten. Das heißt 10 Minuten Tag, 10 Minuten Nacht, glaube ich. Und hier sind es, sind es 15 Minuten Tag, 15 Minuten Nacht. Also von der 15 Minuten Tag merke ich eigentlich nicht so viel. Was ist denn, wenn ich in die Nähe davon gehe? Zieht mich, kommt dann irgendwas und zieht mich da rein? Nur wenn das Monster in der Nähe ist. Das hat aber pro Portal nur eine 20% Chance zu spawnen. Zu spawnen. Es kann auch sein, dass ein Portal ohne Viech ist. Wenn das Viech dich bekommt, bist du boned. Das läuft zu dir hin, stunt dich, du kannst dich nicht mehr bewegen und nichts. Da ist du kannst ein ihm einfach Geräusch. So, Zaubergeräusch. Ah ne, das ist weg jetzt, okay. Leute. Ja, das kommt von dem Portal, wenn es verschwindet. Oh, Junge. Hab mich das gerade erschreckt, Alter. Ich werd angegriffen von... Das war, ich war Two-Shot. Der hat dich wahrscheinlich geheadshottet. Wir haben den Iblis-Mod, das heißt, wenn du einen Bogen hast oder ein Schwert... Flying is not enabled on this server. Alles klar. Ich wurde einfach gekickt. Okay, das muss ich fixen. Wenn du ein Schwert hast oder wenn du mit irgendwelchen Waffen kämpfst, es kommt drauf an, wo du den Monster hinschlägst. Wenn du ihn auf den Kopf schlägst, bekommt es mehr Schaden, als wenn du... Das habe ich schon mal gesehen, weil da habe ich einfach ein Monster in den Arm abgeschlagen. Hab mir so gedacht, what the fuck? Ja. Wenn du Viecher in den Kopf abschlägst, bekommen die irgendwie 300% Damage oder so und kannst sie easy töten. Das gleiche gilt halt auch für Bögen. Wenn du einen Bogen nimmst oder irgendeine Schusswaffe oder machst einen Headshot, dann hast du halt eine Chance, instant zu töten. Ja, moin. So critical-mäßig. Ja, ja, ja. Verstehe. Haben Skelette auch. Du kannst auch mal Helm eingeben. Ja, wenn nee, du dir irgendwelche. Wieder nach Hause. Wenn du irgendwelche Helmets anschaust, da steht immer dabei, wie viel Prozent Headshot Protection die haben. Ah. Was sind eigentlich das immer für Statuen, die hier rumhocken? Die hier rumstehen? Es ist vom Grabsteine-Mod. Wenn du unter den gräbst, ist eine Chance, dass du deine Kiste mit Loot findest. Oh. Aber du musst bestimmt 30 Blöcke tief graben, so, das ist ja, tief, gut. Du brauchst eine Spitzhacke. Okay, dann geht das hier nicht. Ja, es ist schön für so Mid- bis Endgame, aber gerade bringt das noch nichts. Wenn du Vanilla-Werkzeuge findest, brauchst du dich übrigens nicht freuen. Die sind hammer genervt, die sind nur für Crafting-Rezepte für andere Mods drin. Du kannst sie nicht wirklich benutzen. Das hab ich mir eigentlich schon was gedacht. Ja. Wie schwer ist es, Betten zu machen? Weil immer wieder dahin zu laufen, ist halt schon ätzend. Weil es ist schon 500, nee, 400 Meter weg bin vom Spawn. Du brauchst einfach nur Strings, also entweder Spinnen oder Wolle von Schafen. Und dann brauchst du diese fucking Loom. Für die Loom brauchst du Holzbretter. Und die Holzbretter machst du mit Holzstämmen und einer Säge. Und für eine Säge brauchst du... ernsthaft? Brauchst du geschmolzenes Metall. Also musst du erstmal die ganzen Molds fertig haben. Ach, ja, du Scheiße. Okay, nee. Es ist aber nicht schwer. Du kannst sogar im Pit killen, dann schon Metallwerkzeuge herstellen. Das dauert bloß lange. Du musst dann eine Vase machen, so eine kleine Small Vessel. Ja. Und dann legst Oh Gott. Ja doch, dann das kenne ich noch von dem anderen. Also von dem, was ich geguckt habe mal. Naja, du legst dann das Mold da rein und legst deine Metallstücke dazu und dann erhitzt du es im Pitkill. Und wenn du es dann rausnimmst, dann ist das. Kannst du aus der Mold einfach deinen Kopf rausnehmen, deinen Toolhead. Und was ist denn das eigentlich, was es hier für Ding gibt? Die Grabsteine oder die Friedhöfe da? Wenn man das so nennen kann. Ja, so ein Tombstone-Mod. Es gibt da eine ganze Dimension, der wie ein riesiger Dungeon ist. Also du weißt, was ich damit meine. Ja, fuck, wie hieß der Mod? Graves? Nein, Graves ist der nicht. Weil das ist ja so ein richtig... Ich habe gerade einen Stick auf den Boden gelegt. Treasure 2 heißt der. Ah ja, nein. Ja, das ist ein Treasure-Mod. Der versteckt nicht nur, der macht nicht nur die Sachen, sondern alle möglichen so Schätze, die du in der Welt finden kannst. Du kannst auch Karten und Schlüssel finden. Die Kisten, die du unter den Grabsteinen findest, können verschlossen sein mit einem Schloss. Du kannst sie nicht öffnen. Da musst du vielleicht einen Schlüssel suchen.
Die gibt es dann in verschiedenen Levels, also Epic Loot, Medium Loot und so weiter. Ich bin ehrlich, ich habe im Survival so ein Ding noch nie oft bekommen, weil man die Schlüssel so schwer bekommt. Das fucking Skelett ist gerade nach oben gegangen. Im Baum. No, wo ist meine Leiche hin? Ah, da. Ich habe gerade gedacht, ich hätte alles verloren, ey. Wozu braucht man eigentlich einen Hammer? Der ist auf nichts gut, oder? Doch, ich glaube Stein. I don't know. Echt? Da, Crafting-Rezepte. Ganz, ganz viele Crafting-Rezepte. Und für den Amboss, um Sachen zu schmieden. Ah, okay. Ja, okay, gut. Ah, das wird ein geiles Modpack. Es wird zwar wirklich ultra hardcore, aber es wird geil. Das Problem ist, dass die Progression Time hier so lang ist und du alles so langsam geht und du spielst ewig dafür. Ja, aber das ist gerade das Geile daran, weil sonst dann verlierst du zwar nicht, eventuell verlierst du zwar die Lust daran, das alles wieder immer wieder zu machen, aber du verlierst nicht die Lust am Modpack selbst. Ja. Weil es einfach sau lang dauert, bis du mal irgendwo bist und du einfach, wenn du das Ende erreicht hast, gerade wieder von vorne anfangen kannst, weil du es einfach nicht mehr weißt. Oder halt einfach, Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ja, es ist einfach full-blown Greg-Tech mit bis Endgame hier. Ja. Ja, moin. Das ist schon krass. Please kriege ich da jetzt ein bisschen Holz raus, damit ich meine Putze wieder aufbauen kann, Mann. Ich kann nichts machen. Ich brauche Leben. Ich regeneriere keine Leben. Gönn dir. Ich sitze immer noch in meinem Haus in der Ecke und warte darauf, dass ich Leben regeneriere. Wie lange brauchst du denn? Wie lange dauert das? Das heißt ja UHC, Ultra Hardcore. Ja. In Minecraft UHC ist Natural Regeneration Off. Und in dem Modpack ist Natural Regeneration extrem niedrig. Du, von dieser Leiste, wo du 850 hast unten, ja. Regenerierst du vielleicht 1 alle 2 Sekunden. Ja, ich sehe es hier gerade. Ja, die Hauptsache, wie du Leben wieder bekommst, sind Bandagen und Salben und so ein Zeug. Und ich habe die Pflanze nicht. Ich habe die noch nicht gefunden. Ich brauche diese Pflanze. Oh, 11 Sticks, geil. 11 Holz, geil. Ich brauche auch. Ich habe so keinen Bock, Holz zu farmen. Das fuckt so ab. Was wollte ich gerade noch erwähnen? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ich weiß aber gerade nicht mehr. Oh, I don't know. Oh, mein ganzes Fleisch ist vergammelt. Ah, Essen geht kaputt. By the way. Achso, echt? Ja. Ah, und, ja, ich seh's hier gerade. Wenn du es offen liegen lässt, wenn du es in so eine Vase reinmachst, ja. Ein Large Vessel, und dann gibt's da einen Knopf für Seal Vessel. Wenn du es dann verschließt, dann hält's länger. Und es gibt später auch Fässer, die kannst du mit Essig füllen, und wenn du Sachen in Essig einlegst, halten die ewig. Bloß im Inventar und auf dem Boden gehen die halt schnell kaputt. Ah, oh, okay, ja gut. Also Gemüse. Die kannst du einfach wegwerfen. Ja. Du könntest die Tieren füttern, wenn du welche hättest. Wenn es Gemüse ist, das Fleisch musst du wegwerfen. Oder in den Kompost. Aber irgendwie verlierst du hier eh nicht richtig viel Fleisch. Nein, das ist verbuggt. Der Hunger geht nicht runter. Du solltest eigentlich was verlieren, aber der ist verbuggt und geht nicht runter. Und ich versuche rauszufinden, warum. Und das Problem ist, dass wir müssen dafür alle einen Mod rauswerfen, einen bestimmten. Und ich wollte den Mod, aber noch nicht einfach rauswerfen vom Server. Und dann startet ihr euer Modpack und wisst nicht, warum ihr nicht auf den Server kommt. Ja, gut. So, es geht weiter ans Holzfarm. Aber das Ding ist, wenn es halt mal brennt, da kann man es einfach brennen lassen. Ja, dann kannst du einfach irgendwas anderes machen gehen. Warte, ich brauche, glaube ich, auch so ein Steinding außenrum, ey. Wenn du Berry Bushes siehst, nimm die immer mit. Die sind auch ziemlich wertvoll, weil die fast das ganze Jahr über Essen geben.
bin halt, ich bin halt sehr überrascht, dass wir noch kein Hurricane oder sowas hatten. Ich bin dumm. Why? Das ist schon wieder ausgegangen, weil das runterfällt, Mann. Oh mein Gott. Und jetzt habe ich kein Clay mehr. Könnte dir zwei Unfired Bolts anbieten, die habe ich noch übrig. Was ich machen wollte, so, what is my IP? Ich suche einfach nach diesem Dings da. Nach diesen Teilen, wo du da gesagt hast. Reicht's vielleicht noch für eine Spitzhacke? Ja, es hat sogar noch gereicht für eine Spitzhacke. Für den Spitzhackenkopf. Jetzt brauche ich aber wieder Holz. Ja, geil. Dass man dafür 8 Holz braucht, man. Das ist viel zu viel, ey. Das habe ich nicht gebalanced. Ich hätte wahrscheinlich 6 oder 5 oder sowas gemacht oder 4. Das ist einfach viel zu viel, Mann. Ja, 4 würden doch eigentlich ausreichen, Mann. Ja, ich weiß, dass Bäume verbuggt sind. So, du kannst jetzt in den ChangeLog-Kanal schauen und da kannst du den Link anklicken, dann siehst du die Live-Map. Ja. Ja, ich weiß, dass man Wasser nicht sieht. Ja, ich weiß, dass man Bäume nicht sieht. Can't do anything about it. So, nächster Baum wird abgebaut. Ich glaube, meine Ding geht danach kaputt. Meine Axt ist danach kaputt. Kannst du Stone Blocks, nicht die Cobblestone, sondern den gebratenen Stein, den kannst du aber aufeinander stapeln, oder? Ja, aber auch nur bis zum bestimmten Level. Okay, die fallen auch irgendwann runter. Das habe ich nämlich im Singleplay mal ausprobiert, was du übereinander stapeln kannst. Die normalen Steine, die kannst du hinbauen, aber wenn du einen Block abbaust, dann haben die eine Chance einzubrechen. Egal welchen. Oder? Ja, alle normalen, alle diese klaren Steine, die in der Welt generieren. Weil wenn du die Höhlen gräbst und du gehst in Höhlen, dann können die Höhlen einbrechen, wenn du die nicht abstützt. Alter, AIDS. Du musst da so Säulen mitnehmen und die Höhlen abstützen. Es gibt natürliche Höhlen, in denen kannst du rumlaufen. Und dann musst du halt, wenn du abbaust, immer aufpassen, dass über dir ein sicherer Block ist. Es kann ja die Höhle um dich einstürzen, es darf dir bloß nichts auf den Kopf fallen. Ja, klar. Und diese natürlichen Höhlen sind riesig groß und halt wirklich einsturzgefährdet. Wenn du ein Haus baust, nimm Holzplanken und Holzstämme, die brechen nicht. Okay. Die können auch ewig viel Stein tragen, wenn du mit Stein bauen willst. Ja, gut. Gut zu wissen. Und je länger du für ein scheiß Holzding brauchst, desto mehr bekommst du raus. Ja. Ich habe aber, weil man jetzt mehr Holz bekommt, habe ich so mir so gedacht, ja, mehr Holz heißt, der Baum ist schwerer, also mehr Damage, wenn dir der Baum auf den Kopf fällt. Von 4,5 auf 6,0 angehoben. Alter, wenn du den jetzt auf den Kopf willst, abzubauen, ey. Dann bist du ziemlich sicher tot, aber in Real Life bist du auch tot, wenn du einen Baum auf den Kopf kriegst. Ja, also. Ja. Egal wie groß er ist eigentlich. Ja. Außer es ist so ein ganz winziger, ja gut, aber. Ja, da stirbst du hier auch nicht von. Und nee, es wird wieder Nacht jetzt, oder was? Warte. Wann ist es schon? 15 Minuten? 15 Minuten, Alter? Oh, danke. Wenn ich Set Day mache, dann steht die... Wo steht die Sonne? Die Sonne geht nicht gerade erst auf, deswegen waren es nur 9 ein bisschen Minuten. Weiter. Also. Nee, das ist nicht ganz... Die 15 Minuten sind von dort, wo es ganz dunkel ist und es anfängt wieder heller zu werden, bis dort, wo es auch wieder ganz dunkel ist. Ah, okay.
Ich bin gerade bei 27%, 28. Hattest du mit der Temperatur irgendwelche Probleme? 29, nee, gar nicht. Bei uns ist es ein bisschen warm, ich muss ab und zu mal in den See hüpfen, um mich abzukühlen. Habe ich gerade Mining Fatigue? Ich habe Mining Fatigue. Zu wenig Wasser oder zu wenig? Ja, zu wenig Wasser, zu wenig Wasser. Das fuckt mich immer so ab, wenn ich einen Baum abbauen gehe und ich habe noch mal ein bisschen was in der Wasserleiste. Dann baue ich den Baum halt so irgendwie mittendrin, bei der Hälfte vom Baum abbauen, das geht meine Wasserleiste leer, dann kann ich den Baum nicht mehr fertig abbauen. Ja, aber wenn du zurückkommst, ist es doch wieder. Ist es dann wieder ganz der Baum? Wenn du zu lange brauchst, um zum Wasser zu laufen, ja. Wenn du nur so 60 Sekunden brauchst, dann ist er nicht gerade weg. Aber das war ein ganzes Stück weit weg. Okay. Bei mir ist es auch direkt ein bisschen weiter weg. Ich habe mir auch direkt aus Clay, das erste, was ich gemacht habe, sind Water Jugs, damit ich Wasser mit mir rumtragen kann. Ich keinen Bock habe, immer dahin zu laufen zum Trinken. Ich komm. Beeil dich, Junge, beeil dich. Ja, hat gereicht. Oh. Danke, lieber Gott, weil die 30%, die würde ich jetzt ungern nochmal neu machen. Weil das geht so. Ein Tick, nächster Tick, nächster Prozent. So langsam geht das gerade. Bitte ab. Keine Ahnung, ich will nicht wissen, wie viel ich da rausbekomme jetzt, ey. Der ist ultra groß, Mann. Was kann ich? Wenn wir dann Stahl haben, es gibt Schleifsteine, mit denen du ein Werkzeug anschärfen kannst und dann ist das Werkzeug für 3-4 Blöcke scharf und dann ist es wieder stumpf. Und du kannst deine Axt anschärfen, 3-4 Bäume abbauen und das Coole hier ist, Bäume gehen ja mit einem Schlag weg, das heißt, du baust den sehr viel schneller ab. Ja. Kannst 3-4 Bäume ultra schnell abbauen, dann musst du deine Axt wieder anschleifen. Es lohnt sich aber. Das glaube ich, ja. Heißen fucking Schleifsteine, bitte. Ich glaube, ich ist schon fast 4 Minuten dran an dem Scheißding. Und ich bin gerade bei 80%. Jetzt bin ich bei 90%. Also 20 Sekunden für ungefähr 5-7%. Honing-Stil heißt Schleifstein auf Englisch. Ah, nein, Whetstone. Den macht man aus einem Quarz-Tiet-Brick in einem Schleifstein, also in einer Mühle. Aber ich habe noch nicht mal Quarz-Tiet gesehen bis jetzt. Nee, ich auch nicht. Jetzt baue ich noch den Baum hier ab und dann hoffe ich, dass ich es hab, dass ich fertig bin, ey. Dann habe ich mein Haus ein bisschen vergrößert. Hab ein bisschen Ding gemacht. Und dann gehe ich glaube ich wieder auf Dingssuche, auf Clay-Suche. Ich habe gerade nur 2 Clay wieder. Ich brauche Metall. Ich will nur unten eine Säge machen. Ich weiß aber nicht, welches Metall man schmelzen konnte am Anfang. Kupfer oder Zinn oder irgend sowas. Hämatit ist Eisen, ne? Ja. Kobaltit ist Kobalt. Ich habe sau viel Kupfer. Also 10 Kupfernuggets habe ich. Ich habe noch gar kein Kupfer. Kupfer, Bismut und Zinn kannst du am Anfang schmelzen. Bei mir gibt's so viel Kupfer. Ah, dann hast du direkt Glück, weil wenn du eine Mine machst, bist du direkt Adern haben. Übrigens, Erze in diesem Modpack unter der Erde sind nicht verteilt wie in Vanilla in so kleinen Adern, sondern in riesigen. Sind ziemlich selten, aber dafür riesig große Adern. Ja, das kenne ich auch schon. Da musst du halt, ein bisschen suchen, aber wenn du mal was hast, dann hast du echt einiges. Ja, wir werden wahrscheinlich solche Minen über die Welt verteilen müssen. Das heißt, ach so, dass in einem 100, 200, dass du halt irgendwo hinläufst und dort ist eine Mine. Die Mine ist nur für Zinn da, weil dort eine riesige Zinnader ist. Ah, nee, und das ist Hämatit. Irgendwo anders auf der Karte ist eine Mine für. Wo, das ist Hämatit, wo hier ist. Hämatit ist Eisen, das ist auch gut. Aber. Ich hab aber Clay. Kupfer weggenommen. Hier direkt bei mir ist Clay, Alter. Bismut brauchst du. Bismut, das ist Grünlicht. Bismut oder Kupfer oder Zinn. Die kannst du im Pitkillen schmelzen. Also Kupfer habe ich, Bismut habe ich jetzt noch nicht. Ich habe Eisen, also Hämatite dann noch. Und noch Gold habe ich. Junge, da hätte ich beim letzten Mal gar nicht so weit laufen müssen, Alter. Oh, hier ist Clay, das ist geil. Ja, ich hatte bei dir um die Ecke auch irgendwo direkt was gefunden. Ja, dumme Scheiße, ich weiß es nicht. Naja, ich will die Unfired Vessel.
Ich kann dir die Large Vessel sehr empfehlen, weil du, wenn du Item Storage brauchst, und ich habe schon zu viele Items überall. Ja, okay. Ah, und die Small Vessel, das ist wie ein Rucksack. Da kannst du nur 3 Items drin aufbewahren. Du musst aber, wenn du zu viel von diesen Keramik-Sachen rumträgst, auf dein Gewicht achten, die sind ziemlich schwer. Okay, ja. Wie macht man die Vessels eigentlich? Clay und dann feiern. Es gibt Small und Large. Ja, aber wie, hinstellen. Meine ich doch wie mit den Clay-Dingern. Wie du halt die Molds machst. Ach so. I don't know, drück U auf ja, Clay. Ja, okay, gut, ja, okay, gut. Ich hab nur gedacht, dass du es vielleicht weißt, dann hätte ich ja auch direkt so machen können. Die große Vessel weiß ich auswendig. Da musst du alles aushöhlen und so ein riesiges U freilassen. Alles ausfüllen, außer so ein U in der Mitte, oder wie? Ah, nee, warte. Außen, am Rand muss das U sein, es muss ganz groß sein. Ach so. Wait. Unfired Large Vessel. Ja, perfekt. Ja, das kannst du hinplatzieren. Das hat 9 zwar zum Items zu lagern, aber doch. Aber du musst dich erst feiern. Ja. Und ein Large Vessel, normalerweise kannst du ja 4 Items in Pit killen liegen. Ein Large Vessel ist so groß, dass du nur 1 reinlegen kannst zum Feiern. Ah, okay. Und dort kann man auch endlich mal Items stacken da drinnen. Also es hat 9 Slots, da kannst du Stacks voll Items reinlegen. Ja, das ist gut. Vor allem, ey, wait, hier vorne ist ja auch direkt Clay, oder was? Hier vorne ist auch direkt Clay bei mir. Lol. Ich hab Clay einfach direkt um die Ecke. Merke ich gerade. Ja, und? Warte, was wollte ich jetzt noch machen? Ich hab das. Maybe noch eine Axtkopf, und dann ein Ingot-Dings. So, dann lege ich die beiden rein, lege da 8 rein, feuer's an, da ist mein Feuerstarter, und warte dann erstmal. Das Geilste ist Natural Regeneration off und wir haben Blood Magic. Wo du dich ritzen musst, um Blut in den Altar zu machen, ja, und du bekommst Damage jedes Mal. Ich frage mich über den Mod. Ja, mit Ding dann. Bandagen, 1 Milliarde Stück. Ja. So, mein Haus ist jetzt endlich mal ein bisschen größer. Mein Haus ist jetzt echt einiges größer geworden. Warte, ich muss hier vorne noch da, da und da. Also es sind 2 Blöcke größer, mein Haus. Schön. Finde ich gut. So noch. Hier kann man nicht durchlaufen. Nee, hier kann man nicht durchlaufen. Oh, perfekt. Das ist richtig gut, wie ich es hier gemacht habe. 7 Stunden remaining. What? Ja, wahrscheinlich 7 Ingame-Stunden. Ah. Gerade gedacht, was los? Ich auch, Alter. Meine Blindheit geht ganz langsam weg. Langsam, aber sicher bekomme ich. Blind. Ich habe Nausea und Nausea in dem Effekt ist nicht, dass dein Bildschirm wobbelt, sondern ja, dass er unscharf ist. Ja, ich weiß. Ich hatte es selbst mal. Ich warte die ganze Zeit, dass meine Leben regenerieren und dann danach, dass meine Blutleiste voll wird. Warte, da kann ich ja die Dings, das Fleisch wegwerfen, oder? Ja. Mein Fleisch kann auch vergammeln. Es ist schon verrottet und vergammelt trotzdem noch. Was ist Small Bauxit? Bauxit ist Aluminium. Ah. Small Magnetite. Ja, noch mehr Magnetit und Eisen. Ja, no. Ich sehe es, Eisen. Du kannst aus, zum Beispiel aus Bauxit kannst du noch andere Erze rausbekommen. Aus Magnetit kannst du halt auch ein Magnetit neben Eisen bekommen. Das geht aber mit den einfachen Methoden, aber in der Steinzeit noch nicht. Du kannst die Metalle da noch nicht trennen, deswegen bekommst du nur Eisen. Ja, gut. 6 Stunden remaining. Ich muss mal noch mal ein bisschen Clay ran, glaube ich. Ja, hier ist doch Clay ran. Hey, what the fuck, warum ist denn hier so... Weißt du, ich war gestern so 3 Jahre auf der Suche nach Clay und jetzt finde ich aber so direkt neben mir Clay. Ist doch ein Witz. Ist doch echt ein Witz, ey. Ach,
Ach, ich hab's Lowness, ich hab meine Fatigue. Stibnit hab ich gefunden. Das ist einfach fucking Quacksilber, wenn ich's schmelze. Ja, moin. Aber du musst, wenn du irgendwas aufheben willst, musst du trotzdem schon neben dran stehen. Ja, du hast eine höhere Reichweite als ein Vanilla, ja, aber trotzdem musst du noch da dabei sein, also recht nah in Anführungszeichen da sein. Die Range könnt ihr mir übrigens auch sagen, ob die okay ist, ob ich die erhöhen soll und so weiter. Das kann ich ändern. Ich finde die eigentlich okay. Weil das ist ja auch im echten Leben so, dass du nicht einfach direkt neben dran stehen musst, sondern dass du eventuell weiter wegstehen kannst, um es aufzunehmen. Ich schaufel. Das Problem ist, ich konnte bis jetzt alles, was ich eingestellt habe, noch nicht im Echt-Szenario testen. Ich habe alles auf Theorie basiert das ist der erste richtige Test, wo wir spielen. Ah, ja, dafür funktioniert aber gut, finde ich. Alles klar, mein ganzes Fleisch ist vergammelt. Ich habe Gran Felin von so ein paar Löwen gehabt. Das ist gutes Fleisch, was viel Hunger bringt, aber wir brauchen es nicht, weil fucking Hunger packt. Ja, ja. Ich sollte vielleicht nur ein bisschen Holz farmen. Vielleicht kann man hier den Baum neben mir brauche ich nicht ab. Vor allem, die ich dahin platziert habe. Ich lasse da jetzt mal einfach so. Bei uns ist Lava und nehmen dann das Wasser und ich lasse da jetzt einfach mal so ein Dirt in die Lava fallen, weil die sprudelt dann raus und ich will sehen, was passiert. Ja, lol. Mach das mal. Oh, ich habe jetzt schon wieder so einen übelst sicken großen Baum, ey. Ich glaube, ich gehe mal kurz auf Klo. Das Obsidian. Ich glaube, ich gehe mal kurz auf Klo und lasse das währenddessen abbauen. Okay. Oh, nein. Full Moon is right. Dann gehe ich vielleicht doch nicht auf Klo. Alter. Was willst du, scheiß Hund, Mann? Der Vollmond kriegt Werwölfe. Ja, warte, kommen, spawnen die dann extra oder sind das die Wölfe, die dann zu Werwölfen werden? Ganz, ganz wenige von den Wölfen werden zu Werwölfen, aber niedrige Chance, sehr niedrig. Bei Vollmond kannst du auch Sternschnuppen finden, die du halt sammeln musst, aber. Kannst du nochmal Tag machen? Ich hab keinen Bock da drauf. Aber ich will gerade wieder ein Ding abbauen, Mann. Ein Baum. Danke. Wie lange regnet das denn jetzt schon? Und du meintest, man. Ich verliere Blut? Oh ne, ich blute. Ist auch schön, wie wenn du dich bewegst und Arbeit machst, Sachen abbaust, wird der wärmer. Und wenn du ruhig stehen bleibst, kühlst du wieder ab. Also durch Bewegung kannst du dich auch erwärmen. Ah lol, cool. Aber ich baue ja gerade einen Baum, aber ich werde nicht wärmer. Mir wird's nicht wärmer. Ja, es regnet auch gerade. Ach stimmt, da ist es. Ah ja, du musst unbedingt die Map anklicken, die ist voll geil. Da kannst du sogar gucken, wer online ist und was die Leute machen, während du nicht auf dem Server bist. Also während du nicht mal Minecraft spielst. Okay. Ja, muss ich mal gucken. Wait, ist es, wenn du jetzt die Zeit geskippt hast, ist dann auch mein Ding schon fertig? Der Baum eigentlich nicht, ne? Nein, dann nicht der Baum, sondern mein Killen. Ah, der Pit Killen. Oh ja, Nebeneffekt. Lol. Yo, ich hab 16 Holz daraus bekommen. Bäume fällst du bitte? Ich weiß auch gerade nicht, was das für ein Baum war, ey. Aber er war sehr groß, anscheinend. Übrigens, wenn du ein Lagerfeuer befeuern willst oder generell Sachen brennst mit Holz, verschiedene Holzarten haben verschiedene Brennzeiten, je nachdem wie stark die sind. Hickory ist das Beste für Brennen. Hickory oder Spruce oder so. Okay, okay. Also das ganze dunkle Holz ist besser zum Brennen als die helleren Hölzer. Okay. Good to know. Good to know. Dafür wächst das Hickory aber auch langsam und das helle Holz, da wachsen die Bäume viel schneller.
Und wenn es regnet, wachsen Bäume schneller und wenn die Temperatur für die Baumart passt, wachsen die schneller. Und wenn du jetzt ganz, ganz weit läufst... Lol. Was? Ah, was die Dingens, die Mauls fertig. Ja. Wenn du jetzt ganz, ganz weit läufst und einen Sapling oder irgendwelche Pflanzen von einer anderen Klimazone aus dem Dschungel mitbringst, dann kann es gut sein, dass die, wenn du die bei dir zu Hause ohne Gewächshaus anpflanzt, dass die einfach sterben, weil die... Ja, zu kalt, zu warm, solche Sachen. Egal, cool. Aber du kannst einfach ein Haus außenrum bauen und dann innen irgendwie ein Lagerfeuer hinstellen oder so, dann passiert nichts. Solange es nicht abbrennt gerade. Ja. Die Holz-Realitätsmedaille. Ja, ich habe 5 Hours Playtime. 5 Stunden hast du schon gespielt. Auf dem Server verbracht, ja, anscheinend. Ach stimmt, das ist ja auch nochmal vom Questbook aus, ne? Ja. Ah, lol. Normalerweise würdest du im Questbook sogar Belohnungen bekommen für ja, ich weiß, ich weiß. Spielen und so. Ich denke, das werde ich bis morgen wohl doch fixt haben. Das wäre geil. Und was mache ich jetzt mit den Pick-Dingern? Also ich habe die jetzt gemacht, aber Was? Welches Ding? Ne? Die Spitzhackenteile da. Du brauchst jetzt ein Small Vessel. Und dann legst du... Also wenn du jetzt ein Spitzhackending hast zum Beispiel. Ja. Dann legst du das in das Small Vessel dann rein. Du kannst das Small Vessel mit rechts öffnen. Dann legst du 3 Stücke von irgendeinem Metall dazu. Und dann legst du dieses Small Vessel, das schon gebrannte, fertige. Oder ein Itemsring, legst du in den Pitkillen und machst den Pitkillen an. Dann schmilzt das Metall in dem Vessel und läuft in deine Form rein. Wait, also muss ich jetzt, ich mach den Small Vessel, okay, feier und den und dann... Und in das Small Vessel legst du die Sachen rein. Also dann irgendwie Kupfer reinlegen. Kupfer, Erz und dein Mold in das Small Vessel. Achso, beides. Ja. Und das Mold kommt, dann Mold kommt auch wieder raus. Genau, einfach rausholen, dann 2-3 Minuten warten, bis es abgekühlt ist und dann kannst du einfach deinen Spitzhackenkopf aus dem Small Vessel rausholen. Und das Ding bekomme ich dann auch wieder zurück. Ja, den Mold bekommst du zurück. Obwohl die Molds eine 3% Chance haben, kaputt zu gehen. Ja, dabei. Gut, aber 3% ist halt... Ist wenig, also... Mir ist es noch nie passiert. Ja, das glaube ich. Aber ich gewinne erstmal auf Klo. Ich lasse es jetzt nochmal durchbrennen. Ich habe noch genug Holz fürs nächste Mal. Und ja, ich bin erstmal kurz auf Klo.
Tag. Hallo. Bin wieder da. Meine Blutleiste hat sich aufgefüllt. Ja. 0 hours remaining. Der war bis nicht fertig. Oh, dann hast du. Ah, wenn er 0 Hours steht, dann dauert es noch, bis das Feuer von alleine ausgeht. Aber ich würde es nicht ausschlagen mit der Hand, sonst machst du es vielleicht put. Okay, I don't know. Dann warte ich kurz. Trink währenddessen was. Habe ich irgendwo noch ein paar Todes? Waypoints. Habe ich noch einige? Ist es eigentlich normal, dass es hier nicht wirklich was gibt an... Oh ja, ich hab ein... An Dings, wie heißt's? Oh, oh, schön. Ich brauch unbedingt Lehm. Ja, heißt, ich wollte gerade irgendwas sagen, weiß aber nicht mehr, was ich sagen wollte. I'm sorry, wenn es dich unterbrochen. Nee, schon gut, das war auch mein... Also war auch irgendwie von mir aus, nicht gut. Was kann ich noch machen aus Clay, was ich eventuell gebrauchen könnte? Das hier kann ich gebrauchen, Ingot Mold. Ja, den habe ich mir auch schon direkt gemacht. Okay, wie macht man den denn bitte? In der Mitte? Du, diese komischen Streifen, die an der Seite fehlen, lässt du weg. Also rechts fehlt ein Streifen, aber den beachte ich nicht, oder was? Genau, den nicht weghauen. Ja, ich beachte ihn einfach nicht. Also ich lasse ihn da, aber... nee, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Schüssel? Schüssel muss man auch so machen? Macehead, was ist das denn? Sawblade? Okay, Sawblade, das könnte man gebrauchen. Aber Schaufel eigentlich auch. Oder habe ich noch keine Schaufel? Oh mein Gott, Saw ist ultra wichtig, weil du sonst kein Holz verarbeiten kannst. Ich hab Schaufel. Dann mache ich eine Sawblade. Wenn ich nochmal gucken muss jetzt hier. Das ist das. Das ist Mace. Das ist die Sawblade. Alter, wie ist die denn komisch, Mann? Ja, das oben ist halt einfach ein Blade mit einem Zacken dran. Ja, oben rechts 4, unten links 4. Dann. Ich probier's mal, ey. Oh, ich hab's hinbekommen. Oho. So ist für mich, fand ich jetzt nicht unbedingt so leicht. Jetzt muss ich schauen, wie es mit Ding aussieht. Das würde ich gern haben. Genau. Nur eine. Okay, dann brauche ich noch ein bisschen Thatch. Stroh. Apropos Thatch, was ist eigentlich mit Ark? Ja, ich wollte spielen, aber mein Ark-Server startet halt einfach 9 out of 10 Versuche nicht. Und das dauert Stunden, bis ich den online habe, deswegen spielen wir nicht mehr. Ah, okay. Ja, gut. Alter, alles klar. Ich weiß nicht, ich glaube, die Portale in der Nacht, die mögen das einfach, weil der See vor meinem Haus ja komplett flach ist, ein so großer, freier Bereich. Wo keine Bäume stehen, es spawnt jede Nacht auf diesem Scheißsee so ein Drecksportal. Ich glaube, die spawnen immer an derselben Stelle. Warte, ich guck mal kurz. Wirklich? Eigentlich sollten die random sein. Okay, nee, hier ist es bisher, hier ist es keins, vielleicht kommt es noch. Also ich weiß nicht, aber gut, ich habe so viele Nächte auch noch nicht durchgemacht. Also. Die spawnen wahrscheinlich an derselben Stelle, weil dort halt frei ist, ja, und genau. Die Chance dort höher ist. Genau. Deswegen. Das meine ich, wollte ich auch gerade sagen, dass in der Hinsicht ist halt an derselben Stelle. Ich glaube, ich pflanze einfach mal einen Baum hin, wo das Ding immer spawnt. Nervt's oder wie? Oh mein Gott, ein Rifter. Tür zu bauen. Der hat mich gesehen und ist auf mich zugelaufen. Wenn er mich bekommt, bin ich tot. Ich habe den halt nicht mehr gesehen, weil es so arschdunkel ist. Meine Eltern wollen was von mir. Okay. Ich bin noch kurz weg. Ich bin auch mal eben weg, ich mach was zu trinken. Okay.
Hallo. Ach Gott. So, das, das, das. So, hallo. Das, jetzt das. Ah, und Rottenfleisch ist immer gleich Rotten. Also, das ist nicht. Ach so. Es wird nicht vergammelt, da steht immer Instant Rotten dran. Ich wurde gerade fast getötet, weil ich einen Zombie mit einer vollen Rüstung getötet habe mit meiner Axt. Ja. Das ist ein Wasser, Tintenfisch. Und dann habe ich den Tod gehabt. Und dann ist einfach der Kopf auf den Boden gefallen und hat in dem sind Beine gewachsen. Der ist auf mich zugelaufen und hat mich angegriffen. Der Kopf? Ja, nur der Kopf. Da sind Beine rausgekommen. The fuck, habe ich mir gedacht. Okay. Ich mache, glaube ich, mir erstmal eine Axt. Und was muss da jetzt alles rein? Übrigens, gegen Monster mit Rüstung ist dein Messer und so ziemlich Bullshit. Da sind Sachen. Da ist der Hammer übrigens geil, weil es verschiedene Damage-Arten gibt. Es gibt Slicing, Crushing. Slicing ist gegen alles, was lebt, gut. Crushing, so ein fetter Hammer, ist gegen alle Monster, also Zombies und so ein Zeug, gut. Okay. Warum ist da ein Enderman gewesen? Aber egal, das war eigentlich nicht meine Frage. Was muss ich jetzt genau machen? Also ich habe jetzt Small Wrestle. Wie viel muss da an ein Ding rein, an dem Kupfer rein? Das musst du schauen. Du siehst bei deinem Stück Kupfer siehst du dran, wie viele Units? 5 Units, 50 total. Also insgesamt. Genau, also und du musst. Pro Ding. Genau, und du musst halt dann mal schauen, wie viele Units du brauchst, um deinen Mold zu füllen. 100, ja geil. Und ich habe nur 50 insgesamt. Welches Mold machst du dann? Axt. Ich will eine Axt machen. 100 Millibuckets. 100 Units. Ja, und ich habe 50 tot insgesamt. Naja, dann musst du nochmal 50 sammeln. Ne? Wenn du Erze abbaust, unter der, also die großen Adern später, ja. Es gibt verschiedene Stücke. Du hast ja ein Small
Stück. Es gibt auch Medium- und Large-Stücke, die geben dann mehr Units pro Stück. Ah, okay, gut. Gut zu wissen. Jetzt muss ich kurz erstmal hier weitersuchen. Ja, ich bin auch gerade auf der Suche. Hier ist direkt eine Höhle, hier ist eine Spalte im Berg, aber ich will da nicht reingehen. Ich hab Angst. Gibt es verschiedene Biome oder verschiedene Sachen, wo man jetzt schon irgendwie sehen kann, dass es da was gibt? An speziellen Sachen? Nee. Erz und so sind wirklich komplett random verteilt. Aber es gibt auch manche Ebenen, wo es halt nur dann ein Ding gibt. Ah, Also zumindest wie bei mir jetzt hier hinten. Da gibt's eine Dings, wo es nur Eisen gibt. Also wo es sau viel Eisen gibt auf einem Fleck. Ja, das sind große Bereiche, die musst du dir halt, keine Ahnung. Was ist denn das, was ist denn das jetzt für eine Treasure-Dings da? Schon wieder Hämatite, Alter. Heißt das, dass hier unten drunter Eisen ist, oder was? Ja. Ah, das ist cool, weil da kann man dann einfach überirdisch sehen, wo es was gibt. Und ich sehe hier einen riesen Frack von einem Ding, von einem Boot anscheinend. Das ist einfach so eine Structure, wo nichts runter sein kann, oder wie? Doch. Es gibt auch riesige Dungeons und sowas, die du erkunden kannst, aber die sind wirklich schwer zu clearen. Hä? Was war das denn? Ich hab Preußen. Lol, da war irgendwas Grünes. Kann sein, dass du durch eine Giftpflanze gelaufen bist. Nein, da war irgendwas Grünes auf dem Boden, da bin ich kurz mal rein. No. Scheiße. Das macht sau viel Schaden, Mann. Oh ne, da kommt noch ein Löwe. Please, verpiss dich. Verpiss dich, verpiss dich. Okay, ich will sterben. Nice. Drüben ist ein Brunnen. Warum kann ich manche Wege hochlaufen, manche nicht? I don't know. Weil jetzt kann ich wieder alles hochlaufen, aber eben gerade musste ich alles immer hochspringen, so wie im normalen Minecraft halt. Ree. Hallo. Ree. Guten Tag. Ree. Was suchst du gerade? Suchst du auch Kupfer oder was? Luca. Ja. Ree. Ree. Du kannst höflich. Ree. Marker not found. Warum kann ich den Marker nicht deleten? Ich bin zu fett. Oh, da hinten ist auch Clay. Oder nee, das ist kein Clay. Das sah nur aus wie Clay. Oh, tschüss. What the fuck? Bauxit. Okay, hier ist Gold. Was bist du? Du bist Eisen wieder. Also hier ist anscheinend Gold und Eisen unter mir. Aber ich brauche eigentlich Kupfer. Ich nehme mal trotzdem alles mit. Oh lol, da sind die Hyänen. Scheiße. Weg da. Schnell. Oder sind die nur nachtaktiv? Was? Hyänen. Manche Viecher greifen nicht am Tag an, manche nicht. Ich weiß nicht, welche was machen. Weil ich glaube, Hyänen sind eher nachtaktiv.
die haben mich, ich war gerade wirklich close vor denen und die haben mich nicht angegriffen. Nein, Alter. Warum muss da so ein Assi sein? Zack, zack, zack. Warum sind Löwen solche Assis? I don't know. Diese Frage kann ich dir leider auch nicht beantworten. Warum kann man nicht einfach alles auf einmal nehmen, ey? Das fuckt irgendwie ab. Kennt ihr das, wenn man so auf dem fucking Server spielt und dann das Server abbildet, sich so denkt, ja, jedes teile ich jetzt einfach so zu, du baust jetzt so fucking Carrier? Nee. Also ein Fregatten-Carrier in Space. Ich hab Koffer! Hier muss immer noch mehr Koffer sein, bitte. Ja, Kühe, juckt mich nicht. Nein, hier ist kein Kupfer, hier war nur ein Kupferding auf dem Boden. So. Sieht. Nice. Thanks for Tag. Na, ich hab keinen Bock, mich die ganze Zeit zu verstecken. Ich mach gerade das in der dünnen Map. Ich hab wieder einen Kupfer mehr gefunden. Nice. Es ist besser, wenn du im F5-Modus rumläufst. Toll. Please? Kupfer? Ja! Ja! Ich brauch 20 Kupfer, dann habe ich das. Eigentlich, das ist meine schlechte Idee. Ja, du hast halt einfach einen größeren Radius, wo du gucken kannst. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wesentlich größer. Schön, hier ist einiges an Kupfer, nice. Ich habe jetzt mein Ding voll, glaube ich. Ja, gerade so, Alter. Ah ne, da ist noch eins. Nee, doch nicht. Doch, da hinten sind noch welche. Hier. Weil ich will mir einfach erstmal eine Axt machen, damit einfach, weil eine Axt halt, kann ich mir endlich mal ein Haus bauen. Ich glaube, daraus wird nix. Kupfer jetzt. Da unten ist noch. So, ich gehe jetzt. Bis dann. Tschüss, Pen. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. Sorry. Schlaf gut. Mhm. Mhm. Ist das ein Puma? Ja. Okay, hier gibt's auch Pumas. Geil. Hier gibt's halt wesentlich
neuere, coolere Sachen. Anstatt einfach nur die scheiß Zombies und so weiter. Also scheiß Zombies, ja. Creeper. Creeper gibt's, also die Sachen gibt's auch. Aber es gibt noch andere Sachen. Ja, die Creeper gibt's auch nicht als Natural Spawn, nur als komische Pflanze da, you know. Nee, Natural Spawn auch. Gestern ist nämlich ein Creeper neben uns explodiert. Ja, es gibt Creeper-Pflanzen auf der Welt, die wachsen und wenn die ausgewachsen sind, kommt dann Creeper raus. Ah, echt? Ach so, die Dinger da. Ja, du kannst rumlaufen, die zerstören. Ja, und wenn Creeper explodiert, dann verteilt er seine Sporen und da kommen neue Pflanzen raus. Man kann die aber kaputt machen, die Sache. Ah! Ja. Also der kann das, auch dann am Tag spawnen einfach. Ja. Das habe ich so gemacht, damit ich Creeper nicht komplett weg habe, Creeper aber nicht so extrem, es nicht so viele gibt. Und dass du das Creeper in dem Bereich um dein Holz, um deine Gebäude keine Gefahr sind, sondern nur wenn du neue Welt erkundest. Weil wenn du dein Haus hast, wirst du ja wohl alle Pflanzen im Umkreis abbauen können. Und dann ist dein Haus sicher und so. Aber wenn du die neue Welt erkunden gehst, dann wirst du dann nie wissen, wo die ganzen Pflanzen stehen. Deswegen sind sie doch noch eine Gefahr. Also ich kann das ins die 20 Kupfer kann ich jetzt ins Small Vessel reinlegen und muss ich den Axtkopf einfach noch ins Loch dazu machen oder wie geht das genau? Ah, nein, ja, du legst das Kupfer und dein Mold zusammen ins Vessel. Echt, das funktioniert aber nicht. Die Axt Mold passt nicht rein. Hä, warum? Dann muss ich da eine große Vessel machen. Eigentlich reicht die kleine Vessel. Warum passt das nicht rein? Fuck. Größer? Oder meinst du, dass das schon voll mit Kupfer ist oder so? Nee. Die Axt, das Mold passt nicht in das Vessel rein. Axt. Ich hör mal kurz eine. Also zumindest bei mir gerade. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Sachen aussieht, aber. Hier? Nee, die anderen. LOL. Mal kurz Mold. Ja, das ist das Pickaxe-Ding, also da passt gar nichts rein. Lol, das geht ja gar nicht rein. Wie habe ich das dann gemacht? Früher ging das. Haben die es entfernt und man kann das jetzt nicht mehr so? The fuck? Ah, da muss man das erst zusammenschmelzen. Kann noch. Ich weiß nicht mehr, wie man es jetzt macht. Weil hier steht nämlich, hier ist nämlich gerade ein Casting News. War der im Crucible? Dann brauchst du einen Crucible von Terraformer Craft. Warum? Ach, ich hab Durst. Okay, ich hab gerade gedacht, warum bekomme ich Schaden? Ja, aber der Crucible wird genauso gemacht wie Ding. Wie das Large Vessel. Aber aus einem anderen Clay. Hey, aus was für Clay wird der gemacht? Feuerclay. Da musst du Lehm mit Graphitpowder und Kaolinitpowder zusammen machen. Und dazu musst du ein. Okay, jetzt verstehe ich's. Das ist, damit man nicht mehr shortcutten kann. Das ist wahrscheinlich in einem Update gekommen von dem Mod. Ah, das geht nicht mehr. Und was heißt das jetzt? Hast du schon Sachen gemacht? Nein, ich bin genau dort, wo du bist gerade. Ja, ich habe das früher mal gespielt und ich hab noch nicht gesehen, dass das Update den Tech Tree ändert. Du musst jetzt erstmal einen Quern machen, so einen Grindstone sozusagen. Und dann musst du zwei ganz bestimmte Erze finden, damit du dir Fireclay herstellen kannst. Also, ist das AIDS? Du musst jetzt ein Crucible machen. Dafür brauchst du Fireclay und für Fireclay brauchst du zwei Erze. Graphit und Kaolinit. Ja, wie kriege ich das Kaolinit? Das liegt auf dem Boden. Och nee, oder? Du musst halt durch die Welt laufen und das suchen irgendwo. Und das Graphit genauso. Ja. Alter. Obwohl du Graphit Powder, Graphit Dust. Graphit kannst du auch als Erz und irgendwie anders kann man das. Ja, das Kaolin kannst du auch als Erz finden. Graphit Powder. Manufacturing. Das kann man da alles zergrinden. Nur normalen Graphit. Was
Was ist das denn? Graphit kannst du auch schon als fertigen Staub auf dem Boden finden. Nicht Erz, sondern Erzstück, sondern schon als fertigen Staub von Gregtech. Da liegt dann so ein kleines Häufchen Staub, aber das ist hauptsächlich in der Wüste. Und da haben wir keiner in der Nähe. Also müssen wir beide Erze finden, ja. Ich habe übrigens angefangen, alle Erze, die ich finde, auf der Online-Map einzutragen. Und dann kann man einfach auf der Online-Map schauen, wo die Erz-Vorkommen sind. Okay. Also, warte. Warte, was liegt jetzt? Liegt beides, nicht beides gar nicht rum. Außer das eine halt in der Wüste. Doch, beides liegt rum. Aber das eine liegt noch zusätzlich in der Wüste als fertiger Staub. Was bist du? Hallo, kann ich dich mal aufheben, bitte? Small Kobalt. Oh, Kobalt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es damals. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich habe gerade sau was Krankes bekommen. Hier ist nämlich sau die kranke Stelle, wo es einfach en masse von dem Kobalt-Ding gibt. Ah, ich habe einen Buschbekopf gefunden. Hey, guck mal kurz auf die Map, wo ich gerade bin. Ja. Aua. Da ist übelst die große freie Fläche. Wo bist du bitte auf der... Ah, ich hab die Spielplayer ausgeschaltet. Lol. WTF. Ja, das ist noch nicht gerendert auf der Online-Map. Ah, lol. Ich sehe bloß, dass du außerhalb... dass du in den unsichtbaren Chunks rumläufst. Weil hier ist sau viel von diesem Kobalit. Bei mir auch, ich habe auch gerade eine Stelle gefunden. Es ist, bei mir ist es komplett flach. Und auch keine Bäume zu sehen. Und auch kein Ding. Kein Gras und so. Bei mir ist hier Dry Claystone Gras. Ah, das Gras trocknet aus, wir bekommen langsam Clay. Ah, nein, hier ist einfach nur ein anderes Biom. Nein, Winter wollte ich sagen oder andere Jahreszeit, aber es stimmt nicht. Hier ist es einfach nur trocken. Achso, ja gut. Hey, da kannst du doch vielleicht zu einer Wüste kommen. Oder ah, nicht? Ah, lol. Das ist doch so, oder nicht? Bin ich gerade blöd? Nein. Wenn ich in die Richtung weiterlaufe, wahrscheinlich. Ja, dann gehen wir da hin. Ah, nein, da ist mehr vorne dran. Das ist zu Ende. Na, schade, okay. Ich nehme mal alles mit, was ich hier finde von diesem Kobalt-Dings da. Ich habe schon 21, 22, 23. Also hier ist sau viel von dem. Ich habe schon mehr, als ich an Clay habe, ey. Ich habe schon 29 von diesem Kobalt-Dings da. Und hier nebendran ist auch noch ein Native Osmium. Alter, geil. Alles auf einer komplett freien Fläche. Danke. Sorry for cheating, need to do because of D-Marker. Ist okay. D-Marker at corner zur Area. So, dort kommt ein Area Corner hin. Eine Leiche. Da liegen einige Leichen. Da bist du vielleicht am Spawn. Läuft. Aber ich habe gemerkt, es gibt keinen richtigen Spawn, sondern es gibt so eine Spawn Area. Ja, es gibt keinen direkten Spawnpunkt. Das ist, weil er schaut, ob da Monster in der Nähe sind und wenn Monster zu nah sind, setzt er sich ein bisschen weiter weg. Ah. Oder wenn irgendwas anderes Gefährliches zu nah ist, Tiere, irgendwas. Gemacht. Was ist das denn hier? Ich hab Marble-Sachen gefunden. Hier ist Bauxit. Also jetzt geht's eigentlich. Ist er jetzt eigentlich nur noch erkunden? Also sehr viel erkunden, meine ich. Ja.
Und woran hast du das gerade gemerkt, dass es wärmer wurde? Also trockener wurde? Boden war halt kein normales Gras, sondern Drygrass. Das hat keine durchgehende Grastextur mehr, sondern so ein bisschen Dirt zwischendrin. Ah, okay, gut. Was ist das Grüne hier bitte? Small Bismutine. Oh nice, davon brauchst du viel am Anfang. Und das habe ich gerade nur durch mein F5-Ding gesehen. Was habe ich hier? Magnetit. Brauchst du es nicht? Doch. Das ist praktisch. Was habe ich hier? Limonite. Finde ich aber irgendwie cool gemacht. Was ist denn das da vorne? Ist das ein Grabstein hier? Was? Sasha was brutal murdered by Herobrine. Alles klar. Ich brauch Durst, Mann. Nee, kann ich nicht trinken. No. Und ich bin einfach zu weit weg vom Spawn, Mann. Warum kann ich hier nicht trinken, Alter? Okay. Es war kein. Es war Salzwasser. Auf Trips Case müsst ihr immer eigentlich einen Water Jug mitnehmen und das mit Trinkwasser zu Hause voll machen. Ja, werde ich das gleich auch tun. Was ist das hier? Hier ist ein Erz. Native Platinum. Lol. Krass. Du bist ganz in der Nähe bei mir. Echt? Ja. Weiß ich, du hast die Online-Map nicht offen, oder? Nee, gerade nicht. Ich habe die nebenbei offen. Schau mal da habe ich gerade, da habe ich auch Bereiche markiert, wo was für Sachen sind. Ich guck mal kurz. Also ich bin jetzt wahrscheinlich gestorben. Ja. War sehr nah bei dir und war 500 Meter weiter vom Spawn entfernt. Ach du Scheiße, mein Bildschirm ist einfach mit schwarz, wenn ich der Tintenfisch eingetintet hat. Oh, lame, nice. Das ist gut. So, du warst hier an der Ecke, oder? Ja. Da war ich, da hinten war ich. Wo ich jetzt gerade stehe, warst du ganz in der Nähe. Kann man auch ranzoomen bei der Map? Alles klar. Hä? Kann man bei der Map auch... Ah, man kann ranzoomen. Ja. Hast du die 3D-Map offen oder die 2D-Map? Ich hab die 3D-Map. Du kannst rechts ausfahren und dann kannst du auf Flat drücken bei World Overworld. Welt über Welt. Ah, okay, ja. Was ist das Rote? Das Markierte? Du kannst mit der Maus anklicken und dann siehst du, was dort ist. Bauxit. Kobaltit, Magnetit. Achso, das ist dann. Da hast du das und das gefunden, oder was? Ja, das habe ich jetzt von Hand eingetragen dort jedes Mal. Das ist aber auch ätzend. Aber ja, ist es, aber ich werde es jedes Mal machen, weil es wird sich auszahlen über lange Zeit. Ja, wahrscheinlich. Übrigens am Boden diese komischen Pflanzen, siehst du, die Reindeer Lichen heißen. So weiß. Ja, ja. Es lohnt sich, die mit dem Messer mitzunehmen. Die brauchst du für Bandagen und Zeug. Okay. Fucking hell. Wenn ich jetzt hier trinke, werde ich sterben. Wenn ich da jetzt runterspringe, bin ich tot. Okay, aua. Was ist das hier? Hier ist wieder das so Small Kobaltit. Aber das ist auch nicht viel gewesen. Kann es nicht regnen, wenn irgendwo Pfütze wäre, würde ich mich ein bisschen was haben. Alles klar, das ist ein Skelett mit einer Lanze. Hier geht's runter. Was? Ja, bei mir ist anscheinend irgendwie was. Nee, Alter. Nicht dein Ernst. Hier ist ein See. Ist das ein Salzwassersee oder ein Süßwassersee? Wenn es Seen sind, sind die eigentlich immer Süßwasser. Kann ich hier trinken?
Nee, wenn ich nicht trinken kann, ist es kein Süßwassersee, oder? Nee. Yes, Claystone Magnetite. Okay. Hier ist ein See. Kann ich hier trinken? Ja, hier kann ich trinken. Okay, das ist gut. Oh ne, da ist ein Portal. Es wird, glaube ich, wieder Nacht. Kann das sein? Aber nicht. Hä? Da war es gerade Nacht. Und hier sind gerade ein paar Zombies. Und das war halt hier gerade so ein Portal. Und ich dachte, die kommen nur nachts, die Portale. Sind sie auch. Ja, es wird wahrscheinlich gleich Nacht. Ich hab einfach alles mit, was ich hier auf dem Boden irgendwie finde. Was gut aussieht. Was ich eventuell noch gebrauchen kann. Geil, 10. 10 hat er gegeben. 10 Stämme der Baum. Geiler Baum. Was ist das hier denn? Übrigens, Stämme kannst du in großen Mengen anlagern, indem du Shift rechtsklick mit denen auf den Boden machst. Dann machst du dort ein Stapel, ein Holzstapel, oder kannst du deine Stämme stapeln? Juli? Stämme okay. Stapeln. Juli. Hallo? Kann ich ja. Bitte auch mit Hast du eigentlich noch was zu rauchen? Was? Hast du eigentlich noch was zu rauchen? Nein. Ich kann mich nicht auf den Inventar zugreifen, weil mein Ja, ich will mir morgen wahrscheinlich was. Ist. Aha. Lol. Ja. Hallo? Anstrengende Schulwoche. Ja, am Wochenende das ist ja viel. Junge, ich hab wirklich noch nie ein Handy gehabt, wo die Lautstärke-Tasten so behindert angebracht sind. Ich hab ein Ding abgeworfen und dann ging's wieder. Die sind, also Home-Button rechts, ne? Normalerweise Lautstärke links, ne? So selbe Höhe ungefähr. Ja. Nein, die Lautstärke-Tasten sind einfach unterhalb von dem Power-Button. Ja, wir sind überall. Bei mir sind die auch da. Das ist seit neuestem immer so. Nein, das ist, Andy ist schon uralt. Das ist so bescheuert. Junge. Du musst einfach dein Handy einfach so schräg nehmen, damit du die Lautstärke ändern kannst. Weil wenn du